Bei der Gestaltung eines neuen Produkts haben Produktmanager die Freiheit, die einzelnen Merkmale bzw. Merkmalsausprägung des Produkts zu bestimmen. Um dabei den Nutzen für die Kunden zu maximieren und die spätere Kaufwahrscheinlichkeit zu erhöhen, können sie sich der conjoint Analyse bedienen. Mithilfe der Conjoint-Analyse können Sie die anstehende Gestaltung oder Überarbeitung von Produkten am Kundennutzen orientieren. Die Analyse kann Ihnen dabei helfen, ein Produkt mit der optimalen Kombination aus allen Gestaltungsalternativen zusammenzustellen und sogar den Preis zu ermitteln, den die Kunden zu zahlen bereit sind. Der Conjoint-Analyse liegt ein additives Nutzmodell zugrunde. Das heißt, es wird angenommen, dass sich der Gesamtnutzen eines Produkts aus den Teilnutzenwerten der einzelnen Produktmerkmale zusammensetzt. Im Gegensatz zu anderen Verfahren werden mit der Conjoint-Analyse aber nicht, wie vielleicht vermutet, die einzelnen Merkmale eines Produkts beurteilt, sondern die Befragten geben eine Gesamtbeurteilung zu einem Produkt ab. Aus dieser Gesamtbeurteilung werden dann anschließend Teilnutzenwerte abgeleitet, die den Produktmerkmalen und Merkmalsausprägungen zugeordnet werden können. Das Vorgehen ist also dekompositionell. Schauen wir uns den Ablauf einer Conjoint-Analyse mal anhand eines Beispiels an. Nehmen wir an, Sie wollen ein neues Shampoo auf den Markt bringen und führen im Rahmen der Produktkonzeption eine Conjoint-Analyse durch. Zunächst gilt es, die Merkmale des Shampoos zu definieren, die im Rahmen der Analyse abgefragt werden sollen. Hier sollten Merkmale gewählt werden, die für die Kaufentscheidung der Kunden von Bedeutung sind und in gewissem Umfang durch Ihr Unternehmen beeinflussbar sind. Damit die Datenerhebung nicht zu aufwendig wird, ist es wichtig, nicht zu viele Merkmale und Merkmalsausprägungen auszuwählen. In der Regel sollten es nicht mehr als acht Merkmale mit maximal sechs Ausprägungen werden. Für das Shampoo entscheiden wir uns für die drei Merkmale Behälter, Inhaltsstoffe und Preis mit jeweils drei Ausprägungen. Bei der Conjoint-Analyse werden die Daten mittels Befragung erhoben. So werden zum Beispiel Produktprofile mit jeweils unterschiedlichen Merkmalsausprägungen erstellt und den Befragten zur Bewertung vorgelegt. Diese Produktprofile zeigen sie ihren Befragungsteilnehmern entweder am PC oder sie geben sie ihnen als ausgedruckte Kärtchen. Die Teilnehmer geben dann ihre Präferenz für das eine oder andere Produkt ab, indem sie die ihnen vorgestellten Alternativen in eine Reihenfolge bringen. Diese Profilmethode ermöglicht ihnen, eine tatsächliche Entscheidungssituation zu simulieren. Denn auch bei einer realen Einkaufssituation vergleichen die Kunden ganzheitliche Produkte und können in der Regel nicht selbst ihre Wunschprodukte mit bestimmten Merkmalsausprägungen zusammenstellen. Sie wägen also ab und wählen aus dem bestehenden Shampoo-Angebot das Shampoo aus, das für sie den höchsten Nutzen verspricht. Ein weiterer Vorteil bei dieser Vorgehensweise besteht darin, dass die Zahlungsbereitschaft der Kunden für ein Produkt nur indirekt abgefragt wird. So bewerten die Kunden das Merkmalpreis immer zusammen mit weiteren Merkmalen des Produkts. Im Rahmen der Datenanalyse wird dann die Zahlungsbereitschaft aus den Antworten der Befragten mittels statistischer Verfahren abgeleitet. Die Beurteilungen werden in Nutzenwerte zerlegt, die den subjektiven Wert der einzelnen in der Conjoint-Analyse variierten Merkmale für die Befragten widerspiegeln. Es können also Teilnutzenwerte von Merkmalsausprägungen ermittelt werden, ohne die befragten Personen direkt danach zu fragen. Hier sehen Sie einmal beispielhaft die Teilnutzenwerte eines Kunden für die drei Shampoo-Merkmale. Die Nutzenwerte zeigen, ob einzelne Merkmale für den Kunden tatsächlich einen Nutzen stiften, wie groß dieser Nutzen ist und wie wichtig die einzelnen Merkmale für eine Kaufentscheidung sind. Es ist zum Beispiel erkennbar, dass für diesen Kunden die Ausprägung vegan auf Kräuterbasis des Merkmals Inhaltsstoffe mit einem deutlich höheren Nutzen verbunden ist als die Ausprägung nicht vegan mit Seidenprotein. Auf Basis dieser Informationen lassen sich dann auch die Gesamtnutzenwerte bestimmter Produktprofile berechnen. So beträgt beispielsweise der Gesamtnutzenwert für das Profil von Shampoo A, addiert man die drei Teilnutzenwerte, 5,1 Nutzeneinheiten. Beim Profil für das Shampoo B sehen Sie zum Beispiel, wie sich der Gesamtnutzen des Shampoos ändert, wenn die Ausprägung eines Merkmals verändert wird. Durch einen höheren Preis verringert sich der Nutzen hier auf 3,8 Nutzeneinheiten. Mithilfe der Conjoint-Analyse können Sie im Rahmen der Produktkonzeption also die optimale Preis-Leistungskombination auf Basis der Nutzenwerte ermitteln, indem Sie nach dem Baukastenprinzip unterschiedliche Produktpakete zusammenstellen und hinsichtlich ihres Gesamtnutzens vergleichen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen und auch beruflich alles Gute.